Schnell, schrapnellartiges Kugelhagel. Ein schnelles Schrapnellig. Ja. Klingt jetzt eigentlich gar nicht so gut, ne? Nö, ach egal. Einfach mitnehmen. Man kann ja auch die wenig Schaden gemacht haben. Die Türen sehen so benutzbar aus. Ah, ja, benutzen mich. Was? Bumm! Aua! Nicht du. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich war hier so am Rumforschen an einem meiner Lieblingsprojekte, als die Scavs ankamen. Sie wollten mich zerstückeln. Das da ist doch ich, einer von den Ghostbusters. Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion. Können Sie diese Behauptung bestätigen, Mr. Jack? Ich kenne ihn nicht. Jo, wie heißen Sie? Oh, sorry, mein Freund. Gladstone Kator, Abteilung D. Was führt dich hierher? Abteilung D? Da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem Scheiß arbeiten, oder? Ich forsche an experimenteller Technologie. Die Abteilung lässt mich die Sachen hier benutzen. Was machst du hier? Ganz gut. Na, aber total. Gladstone Katoa, ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Ah, Sie wissen schon, das Übliche. Na klar. Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst du dann hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner KI bauen und damit die Helios zurückerobern. Ich bin übrigens Felicity. Ach so, du willst meinen Prototypen. Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Ach so, ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Dem Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschub an anderen Bots digistructen kann. Ui. Ist fast fertig. Aber wegen der Skills kann ich einige etwas an Teile nicht einbauen. Ich würde Borderlands 2. Ihnen ein so ja, ne? Komisch. Ja. Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Ja, Freund. Wir brauchen nur die Hardware zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und wusch, schon spuckt das Ding kampfbereite Leute aus. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, Constructor, hübsch. Tja, Technik-Freak, dieser Prototyp kann also Gefechtsloader digistructen, weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich, lahm. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Hauptbot-Fabrik verschaffen, durch das Transportgate. Ich überwache die Systeme von hier aus. Jawoll! Vorwärts, Team Roboterarmee! Kann ich da gar nicht mitreden? Klar, ich wäre alles recht. Aber mach mal die Loader zu tödlichen Waffen. Übrigens, der Letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern. Klar. Warum sollte ich nicht was hochholen, Kumpel? Du willst den Mond retten und scheinst ein aufrechter Kerl zu sein. Genau. Mein Lebenswerk zu vollenden. Total. Gute Menschenkenntnis hier, auf jeden Fall. Ja, ne? Hui. Was? War da was? Nein. Nix oder? Ih, Blut. Wie kommt denn das? Weiß nicht. Merkwürdig. Es muss ein Zauberer gewesen sein. Ich mag Zauberer. Ja, das tust du. Die gucken immer so mysteriös. Spinner. Na, habt ihr wenigstens Schrotflinte gefunden, oder nicht? Nein. Wie sieht dich, du verfluchtes Arschloch? Wey. Wird man nicht frech. Ey. Schießt ihr euch da schon wieder? Nein, du schießt irgendwie. Nee. Ich schieße auf meinen Ohr. Der Renewahn heißt da. Renewahn, sag mal, kannst du nicht... Nee, du hast Rainer, wenn gesagt. Ja, sag ich ja. Nein, hast du nicht. Dam, ich wag mich vor. Oh, ach, ein Vieh. Bumm. Der war doch noch viel zu weit weg. Ja, trotzdem erwischt, komischerweise. Der Große. Oh, was? Ein Torque-Bagger. Was? Ach, da. Oh. Aua, lass mich. Eia! Du bist jetzt das Geld runtergefallen. Zack! Angriff! Du Torque-Bagger! Aua! 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 Oh! Zack, zack, zack! Alles meins! was haben wir denn da? Munition! Die eigentliche Frage ist, warum bin ich hier oben? Weiß ich nicht, warum denn? Weil es viel cooler ist. Ach so. Man gab mir ein Team, aber das fiel schnell den Scavs in die Hände.
Was wohl aus den Leuten geworden ist? Jedenfalls, dann war ich allein. Ach Mann! Aber ich wusste, die schicken einen Rettungstrupp. Hab die Hoffnung nie aufgegeben. Tja, nicht Hyperion schickt uns, sondern ich. Aber sie endlich. Sind doch Hyperion. Oh Mann, diese Firma ist so cool. Das waren die schönsten 3 Jahre meines Lebens. Ich würde nie für wen anderen arbeiten wollen. Hast du die richtige Adresse ausgesucht, Felicity? Man soll die Talks nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Aber da könntest du glatt recht haben. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht so ganz. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das noch ein bisschen spannend wird. Ach, das Gefühl kann trügerisch sein. Du sollst doch den Talk nicht vor dem letzten schlüpfen. Was war das Zählen? Ja. Oha. Mist. Das war mein Talk. Tobi der Talk. Oh, die Talk-Königin ist groß. Die Borg-Königin heißt das eigentlich im Original. Zack, zack, zack. Ja, mit Nahkampf besiegt. Awesome. Wer schießt denn hier? Ich. Ach so. Weitermachen. Und der Gegner. Ja, aufhören. Aua, aua. Reicht mir jetzt hier. Claptrap Skill aktivieren. Ups. Ach, meine Fresse. Dam. Echt, hey. Damit irgendwas auf die Entfernung zu treffen, ne? Super easy. Das muss kein Skill. Nicht beim Dauerfeuer, nicht. Dort habe ich an einem Prototyp gearbeitet, bevor die Scavs auftauchten und sich hier eingenistet haben. Lalalalala. Klick, 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 klick. Was? Und Moonstone. Zack. Gut gemacht. Rene waren. Eine große Kiste. Ein Baroness-Klassenmod, ein Gladiatoren-Klassenmod und ein Claptrap-Tool. Das ist ja wie im Paradies hier. Aber ein anderer Mist, glaube ich. Ice Queen. Skill Lawine und Kryo-Schaden. So siehst du auch aus. Habe ich denn so einen Lawinen-Skill? Ich glaube nicht. Ach nee, das ist Lawine habe ich nicht. Na, mitgenommen. Kann ja nicht schaden. Ich kann nicht mehr laufen, jetzt geht's wieder. Los, Sauerstoff. Sauerstoff? Ich hasse Sauerstoff. Gegner. Gegner, ich hasse Gegner. Hey, alle töten. Das finde ich wieder gut. Genau, das wird's sein. Die kommen bestimmt gleich wieder raus. Oh, oh. Offenbar nicht. Die haben einen Power-Suit. Sorry, Freund. Der ist ja schon fast tot. Ach, nur fast. Ja. Korrosionsschaden macht sich gut. Ja, ja, in der Tat. Sowas schon. Kackbratze! Alter, was ist denn hier für ein Minion-Chap, der hier gerade richtig abgeht? Von weiß hier. Ich nicht, sehe nicht. Der schießt die ganze Zeit Raketen. Ach der, Stand ja, der ist cool. Gern gemacht, das war nur für dich. Gerade Atembeschwerden den Rang bekommen. Toll, den kann ich nicht kriegen, weil ich nicht atme. Nee, der Gegner. Der kann auch nicht immer atmen dann. Ja, darum geht's ja. Darum dachte ich mir. Ich will auch mal in so einem Loader sitzen und kämpfen. Der bestimmt voll vielleicht awesome. Dürfen wir das noch. Als neues Fahrzeug. Das wäre echt geil. Zack, zack, zack. Und es verkauft. Nö. Noch nicht. Jupp. Jupp. Ich bin so ready. So ready? Ich bin so ready. Aber Rene Wahn ist es nicht. Das ist richtig, ich komme gleich. Rene Wahn ist nicht so ready. Ist nicht so ready, nein. Nein. Möchte noch jemand, möchtest du den Frag-Trap-Klassenmod haben? Gibt es irgendwie eine Cooldown-Rate? Habe ich gerade. Das noch. Moment, ich guck mal. Hast du einen im Inventar oder ist er hier drin? Nein, ich habe einen im Inventar, 14. Mit 14. Ach nee, lass mal. Ich habe ja Team-Regeneration Mohan drin. Das ist mir irgendwie wichtiger. Gut, ist rausgeflogen. Nein! Wieso hast du das getan? Ich warte, Schätzchen. Ich warte, Schätzchen. Titan Robot Production Plant! Endlich!
Das ist also der Geburtskanal für meine... Klingt nach einem Spiel oder nach einem Bandnamen? Ja, hier habe ich erst gearbeitet, bevor die Scavs ankamen und mich zwangen, ihr Arzt zu sein. Wir müssen das Areal von ihnen säubern, bevor es losgehen kann. Das ist teuer. Was ist das denn hier für eine krasse Pistole, Mann? Die im Angebot? Hab ich mir gar nicht weiter angeguckt, weil ich kein Geld dafür habe. High Elemental Effect Chance plus 50% Melee Damage. Naja, consumes 2 Ammo per Shot, aber trotzdem. Aua. Ich werde gerostet. Aber du liebst doch diese Kryo-Waffen. Ja, hat der Gegner gesagt. Ja, aber du hast es andere gesagt. Ich widerspreche doch ein bisschen. Oh. Die ist ja mal manchmal echt ein bisschen eingebildet, ne? Nein, Erich, das täuscht. Das ist eigentlich ein Sensibelchen, tief innen drin. Okay, heute war auch ein bisschen arrogant. Ganz ehrlich mit dir. Nö. Oh, ein irrer Badass. Ist ja so irre. Ja, und vor allem ist er klein. Oh, zweimal. Cool. Ey. Wo ist denn der? Ich sehe... Alter, ich sehe gerade nicht durch. Wo sind meine Gegner? Da drüben. Ey, das war... Oh, den wollte ich mir holen. Der ist schon tot, scheiße. Ich schieße hier auf fliegende Leichen. Autsch. Entschuldigung. Gegner im Nahkampf sind nicht cool. Oh nein, was machst du denn da? Den Gegner jetzt töten. Ach so, na dann. Siehst du? Dann läuft das ja. Ja. Sagte dein Claptrap gerade, sag mir, dass ich die Schönste bin? Ja, das kann sein. Wusste nicht, dass du Badass eine sie ist. Naja, es kommt immer drauf an. Auch auf genau. Weiß ich nicht. Schön weg, aber. Genau, da muss es auch sein. Da ist der Gegner. Steckt. Wo ist denn da? Oben? Ach, da oben, wo mein Kletcher hinfliegt, alles klar. Klappi, Treppi. Autsch. Bumm. Wir haben immer mehr Gegner. Ja, du hast doch gemeckert, dass es so wenig sind. Jetzt meckerst du, weil es so viele sind. Du hast es halt auch beschworen. Ja, was? Wo ist denn der Kopf von dem Typ? Ich sehe ihn gar nicht. Ich kann aber gerade nur einen von beiden auf einmal helfen. Komm schon. Ich hab. Halt nicht. Trotzdem danke. Ja, ja. Sowas mache ich nie wieder. Lohnt sich ja gar nicht. Glaube ich dir. Wird gar nicht honoriert. Meine Aufforderung hier. Oh. Autsch. Yeah, super duper Haftigkeit! Ja, ich weiß ja nicht so recht. Der Laden hier ist der reinste Schrottplatz. Sicher, dass wir hier was Badassiges bauen können? Badass. Aber klar, mein Freund. Das liegt nur an den Scavs, dass es hier so aussieht. Zuerst müssen wir den Hauptstrom anschalten. Geh zum Schaltraum und sieh dich dort um. Ja. Hol die Warte her. Zack, zack. All it mines. Ein Automat. Abgeschlossen. Vielleicht kommen wir durchs Fenster rein. Mal sehen, ob ich die Schutzabdeckung runterkriege. Was? Das Pack. Es scheint, die Scavs haben sich da drin verschanzt. Dieses Sicherheitsglas ist kälteempfindlich. Vielleicht solltest du es einfrieren und einschlagen. Ach, das schon wieder. Ey, was würden wir eigentlich ohne dich machen? Die Eisfässer hier neben den Gläsern benutzen? Nein, ich habe... Mann, das waren... Ja, ich weiß das. Das ist, Mann. Bist manchmal so direkte Antworten nicht gewohnt, ne? Bist ein Klugscheißer, das bin ich nicht gewohnt. Ich bin Klugscheißer, das ist nicht okay, wenn du auch einer bist. Das ist das ganze Problem. Meins. Mist. Ja, ich töte in der Zwischenzeit den Badass. Ja, ja, mach das ruhig. Das ist schon passiert. Bist du hin? Klar, Tatsache. Und dann sammelt er den Mondstein. So bin ich. Soll ich mal hier irgendwas umlegen? Den Hebel? Oh, sorry. Nein, bringe nicht um. Ah. Aber der Laden hat irgendwie war das zu erwarten. Ja. War ja klar. Einen Schritt näher an der Rettung der Welt. Okay, jetzt wird's ernst. Zuerst müssen wir das Auge fertigstellen. Das ist der Clou an der Sache. Ich habe den Prozess schon vorbereitet. Aber das Material dafür brauchen wir von einigen Sicherheitsbots. Allein bin ich nie rangekommen. Lass mich raten. Lauter Hirn und keine Eier. So in der Art. Die kleinen Dinger können ziemlich unangenehm werden.
Geh ins Sicherheitsbüro, das den Hauptraum überblickt, und ruf sie her. Das könnte natürlich auch weitere Scavs anlocken. Natürlich. Zieh dich also vor. Ja, dann Erich, lock die mal an. Ich bin oben weg. Er macht's wirklich. Du Narr. Wieso? Ihr steht weiß da unten in der Kampfzone. Was? Wir stehen in keiner Kampfzone. Ich versteck mich hier bloß. Doch, da kommt die Kampfzone. Du musst sie zerstören, um an ihre Augen ranzukommen. Augen, gebt mir eure Augen! Super, so ist's. Hol den Rest. Bam, bam. Yay! Nächstes Level geschafft. Glückwunsch. Wurde ja auch Zeit, da bin ich schon längst. Wo ist denn jetzt der Rest? Ach, da. Hui. Mensch, Renewahn, geh doch nicht in mein Schussfeld rein. Schlimm sowas. Aua, aua. Au. Entschuldigung. Macht mir denn so krassen Schaden? Vernimmt der Badass-Scav da oben in der Luft. Ach, da. Dump, dump. Hab ihn gekillt. Gut gemacht. Danke. Bitteschön. Endlich weiß mal einer was zu schätzen. Ja, das habe ich mich voll geschätzt. Und das der andere. Bum, bum, bum. Dam, verdammt, dam. Ach, Nahkampf wieder. Jetzt musst du ins Oculus-Labor. Ich leite dich durch den Prozess. Sollte alles schon vorbereitet sein. Cool. Dam, dam, da, dam. Lauf, 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 lauf. Ui. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Okay, leg die Teile in den Konverter da drüben. Der schmilzt die Rohmaterialien ein und formt das Prototypauge. Ein Augenkonverter? So was Dämliches habe ich noch nie gehört. Wozu bauen die denn einen Augenkonverter? Nicht die, das war ich. Ich habe dieses Labor für meinen Prototyp vorbereitet. Das ist empfindliche Experimentaltechnologie. Echt? Sieht aus wie Toaster. Jawohl. All meine harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Jetzt schreiben wir Geschichte. Jetzt schön. Explodiert alles. Oh, oh, ich geh raus. Oder auch nicht. Kann noch kommen. Ja, doch. Wunderschön. Okay, nimm es jetzt. Jawohl. Wissenschaft, cool. Wir müssen das Leben mit dem Haupttor so verbinden. Yay. Hui. Aha, Spinte. Aha, Mondstein. Aha, Tür. Aha, Kiste. Aha, Munition. Aua, geh weg. Aha, Mondstein. Och, Mondstein. War meiner. Und dann geht der Käfig auf. Will ich, dass der Käfig aufgeht? Gegner. Hm. Was? Sag mal. Wollen wir bauen? Ich stand so knapp davor, ihn fertig zu stellen, ach, die Dinger. Als die Scavs kamen. Jetzt habe ich es erkannt, okay. Einen Haufen Roboter produzieren. Genug, um die Dahl-Truppen zu besiegen, oder wer immer die sind. Oh, ja, diese Constructor mit dem ja, komischen Auge, wo man drauf schießt. So scheiße gewesen. Trauertrank. Mülltonne. Ich will die nicht bauen. Ich hasse diese Gegner. Die hat mich so genervt, der Typ. Dieser Constructor wird unerhörte Stückzahlen hochkomplexer Maschinen herstellen können. Ja, das wird er. Jetzt müssen wir den Torso am Kransystem befestigen. Ah, ganz toll. Wir haben maßgeblich geholfen, den nervigsten Gegner im ganzen Borderlands 2-Spiel zu erschaffen. Aber wirklich den nervigsten Gegner, ne? Aber hallo. Ist ja irre, es funktioniert. Meine alte Professorin sagte, ich werde es nie zu etwas bringen, aber das war falsch. Und jetzt zieh mich an. Nee, danke. Ich soll da rein? Ich habe mir überlegt, wegen der Installation. Nun, ihr könntet mich ja einfach kopieren. Das dauert etwas länger, läuft aber auf das Gleiche hinaus. Und ich fände es weniger furchterregend. Abgelehnt. Furchterregend, genau. Das eine ist eine Hirn-OP, das andere eine Couch-Spin. Ich werd's mir überlegen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube auch irgendwie nicht dran. Jetzt müssen wir noch die Geschütze anbringen und dann die Beine. Nein, machen wir nicht. Ich will dir nicht bauen, ich weigere mich einfach.
Ich hasse Constructor. All is not lost. Oh. Ich habe das Gefühl, Felicity hat keinen Bock, einer zu werden. Meinst du? Wie kommst du denn jetzt darauf? Kam mir nicht so vor. Ich fand, das war doch überzeugend. Ich verstehe halt nichts von Frauen. Nee, offensichtlich. Es ist... Erisch, Mensch. Irgendwann wirst du auch nochmal erwachsen. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Da bin ich fest von überzeugt.